Tag, liebe Sportfreunde, euer Gerki am Start. In diesem Video mein komplettes Beintraining, wie ich das mache. Ihr könnt ja bereits hier auf YouTube auch meine anderen Parts des Split-Trainings verfolgen. Brust, Bizeps, Rücken und Schulter-Trizeps sind schon online. Jetzt komplettiere ich hier diesen Vierer-Split, den ich tatsächlich mache, mit meinem Beintraining. Beintraining, was ist besonders wichtig? Und ich höre von vielen Bodybuildern und Co., ihr müsst schwer kniebeugen, sonst passiert da nichts. Ja, Kniebeugen sind eine sehr, sehr geile Übung, die ich auch gerne mache. Aber was ist, wenn man zum Beispiel mal Rückenbeschwerden hat und durch das Kniebeugen natürlich eine extreme Stauchung auf die Wirbelsäule hat, wenn man mal eine Bandscheibe kaputt hatte oder wenn man grundlegend vielleicht auch von der Anatomie nicht wirklich schwer kniebeugen kann. Das Problem bei den Kniebeugen ist nicht nur die Stauchung der Wirbelsäule, wenn man mal irgendwie Probleme hatte mit dem Rücken, sondern auch die Anatomie vieler Menschen, die etwas größer sind zum Beispiel. Ein Beispiel, mein Kameramann, der Timo, der ist über 1,90 und das beobachte ich ganz, ganz oft im Fitnessstudio, seht man einfach hier, dass viele dann ja, im Endeffekt mit den Arsch nach hinten schieben, auch nicht wirklich runterkommen und so natürlich durch die Kniebeuge eigentlich eine geile Übung haben, die sie aber nicht wirklich ausschöpfen können, weil einfach die Belastung viel zu wenig auf ja, die Beinbeugung und Streckung ist, wie sie sein könnte mit vielleicht anderen Übungen, weil bei den Kniebeugen einfach die Beine zu lang sind oder halt durch eine Beschwerde, also durch Schmerzen, einfach eine Fehlhaltung eingenommen wird und die Belastung auf die Beine gar nicht so groß ist, dass man mit Kniebeugen vernünftig die Beine trainieren und aufbauen kann. Versteht mich nicht falsch, Kniebeugen, richtig geile Übung, die ich auch feiere. Ich mache sie auch phasenweise. Ich blende das mal ein, auch wirklich mit Gewicht, nicht, dass ich hier eine Ausrede suche, auch mit 140 Kilo oder sonst was mache ich gerne Kniebeugen. Allerdings habe ich mit 16, 17 damals einen Unfall gehabt beim Fußballtraining, habe mir Lendenwirbel gebrochen und seitdem habe ich über Jahre immer wieder Probleme mit dem unteren Rücken und kann tatsächlich nicht über einen längeren Zeitraum schwere Kniebeugen machen. Und ähnliche Probleme haben ja auch Menschen mit Bandscheibenvorfällen und so weiter. Und ja, viele denken immer, okay, ich kann nicht kniebeugen, ich kann keine Beine aufbauen und das ist einfach Bullshit. Was macht eigentlich die Beinmuskulatur? Also Beinbeuger und Beinstrecker sind vor allem für die Beinbeugung im Kniegelenk oder die Beinstreckung zuständig. Die Hüfte wird etwas aktiviert und das kann man natürlich geil mit einer Kniebeuge abdecken, aber natürlich auch genauso gut mit anderen Übungen. Das Gewicht spielt wie gesagt keine Rolle, die Muskelerschöpfung steht im Vordergrund und dementsprechend müsst ihr definitiv nicht schwer kniebeugen und dementsprechend gibt es hier heute für mich eine Alternative, denn wie gesagt, es macht für mich keinen Sinn, wenn man eine Kniebeuge nicht vernünftig aus verschiedenen Gründen ausführen kann, wieso man sie grundlegend machen sollte. Man sollte natürlich auch immer eine Kniebeuge üben und versuchen besser zu werden, aber wenn man die Muskulatur mit einer Kniebeuge nicht vernünftig erschöpfen kann, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Anatomie oder Schmerzen, dann gibt es gute Alternativen und dementsprechend heute mein Beintraining ohne Kniebeuge, aber mit geilen Alternativübungen, wo ich auch tatsächlich die Beinmuskulatur oftmals besser erschöpfen kann als mit einer schweren Kniebeuge. So, das hier muss ich eigentlich gar nicht kommentieren. Warm-up vor jeder Einheit, vor allem beim Beintraining extrem wichtig, um die Beine perfekt zu durchbluten. 5 bis 10 Minuten und dann kann es losgehen. Erste Übung bei mir, Ausfallschritte mit einem kleinen Zusatzgewicht, das sind 20 Kilo, so ein Sandpack. Beim Ausfallschritt haben wir eigentlich genau das, was ich gerade angesprochen hatte. Wenn wir wirklich Probleme im unteren Rücken haben, haben wir bei dem Ausfallschritt wenig Belastung, also sei denn, man hat ein kleines Zusatzgewicht auf die Wirbelsäule, das sind ja nur 20 Kilo, das heißt, die Stauchung der Wirbelsäule ist sehr, sehr gering. Das heißt, wenn ihr tatsächlich Rückenbeschwerden habt, sind Ausfallschritte eigentlich eine sehr, sehr geile Methode, um eure Beine trotzdem kaputt zu machen. Und ihr könnt tatsächlich auch Ausfallschritte machen, wenn ihr Kniebeschwerden habt. Ja? Standard-Ausfallschritt ist ja so leicht hier und dann runter. Das heißt, die Bewegung erst nach vorne, dann runter. Wenn ihr Beschwerden im Kniegelenk habt, aber trotzdem die Beine trainieren wollt, könnt ihr ein bisschen mehr den Fokus auf den Gluteus legen und einfach gleich den Ausfallschritt nach hinten machen. Dann kommt ihr nicht in die Versuchung, das Knie nach vorne zu schieben. Ja? Also Standardausfallschritt, ein bisschen mehr Belastung auf den Quadrizeps. Bei Kniebeschwerden könnt ihr aber auch gleich den Ausfallschritt nach hinten machen und habt nicht wirklich die Beschwerden, wenn ihr schon Kniebeschwerden habt. Deswegen heute auch so ein bisschen ein Beintraining, wenn man vielleicht Rückenbeschwerden hat, wenn man schon Kniebeschwerden hat, wie man trotzdem die Beine gut trainieren kann, denn Ausreden gibt es tatsächlich nicht. So, ich schnapp mir hier die 20 Kilo, fixiere die hier oben schön auf den Trapezmuskel und ich sag euch, wenn ihr die Übung noch nicht gemacht habt, die ist richtig eklig. Das ist für mich tatsächlich jetzt die ekligste Übung vorweg, richtig auspowern. Ich versuche jetzt 3 Sätze zu machen und die ersten Sätze mit 4 Bahnen, also 1, 2, 1, 2, kurze Pause, 1, 2, 1, 2,
Und dann bin ich platt, dass ich vielleicht noch zwei Bahnen schaffe und dann habt ihr eine krasse Vorermüdung, vor allem vom Quadrizeps. Also, let's go. Schön tief runter, das Knie, probiert kurz den Boden, macht einen weiten Ausfallschritt. Atmung nicht vergessen, Vollgas. Geht natürlich leicht in den Kraftausdauerbereich, aber wie ich schon gesagt habe, der Beinmuskulatur, es ist scheißegal, wie viel Gewicht ihr drauf habt, am Ende muss die Ermüdung stimmen und darum geht es beim Muskelaufbautraining. Da brauche ich definitiv Musik zu motivieren. Ungelogen. Ich versuche 10 Bahnen hier zu schaffen. In 3-4 Sätzen. Die Beine machen dicht. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, probiert es mal aus. Ihr werdet eine Muskelkater-Garantie haben. Und das meine ich damit. Ihr müsst nicht schwer beugen, um den Muskel zu erschöpfen. Es muss einfach richtig reinkommen. So, Sportfreunde, hier Beinpresse, zweite Übung und ich möchte euch mal ganz kurz aufklären. Wir sehen ja jetzt hier den Quadrizeps, wie man auch nennt. Aber wir sehen halt nur 3 Bereiche. Quad heißt ja 4. Das heißt, den 4. Bereich, den Vastus Intermedialis, den sehen wir gar nicht, der ist nämlich hier drunter. Was wir hier sehen, das sind diese 3 Bereiche. Den Vastus Medialis, den Vastus Lateralis und den Rectus Femoris, vielleicht der bekannteste Bereich. Wenn man halt einen richtig krass ausgeprägten Quad hat, sieht man halt hier den Bereich am krassesten, Rectus Femoris. Und das sind eigentlich diese 3 Bereiche, die wir jetzt optisch sehen. Ne? Also Vastus Medialis, Vastus Lateralis, Rectus Femoris. Und wir können jetzt mit der Fußposition, können wir tatsächlich etwas die Bereiche verändern. Wie ihr wisst, ne, wenn man jetzt die Fußspitze so ein bisschen ausmacht, macht man ja auch zur Sicherheit der Gelenke beim Kniebeugen, kann man ein bisschen mehr auch hier quasi den Beinbizeps und den Gluteus beanspruchen mit einem breiteren Stand. Und wenn wir jetzt mit den Fußspitzen und mit den Beinen etwas enger zusammenwandern, treffen wir mehr den Quadrizeps. Und man kann tatsächlich fast, wenn man die Zehenspitzen ganz leicht nach innen nimmt, was ich aber aus verletzungstechnischen Risiken jetzt weniger empfehle, kann man tatsächlich mehr auch hier diesen Innenbereich, schaut mal, den Vastus Medialis etwas stärker beanspruchen, wenn man halt sehr, sehr eng steht vom Fuß, ja. Also wirklich diese Fußstellungsvariation kann ich euch perfekt bei der Beinpresse empfehlen, weil wir mit weniger Gewicht hier ein bisschen spielen können. Allerdings bei der Kniebeuge ganz wichtig, die Zehenspitzen eher nach außen, schulterbreiter Stand, dass wir kein Verletzungsrisiko haben und natürlich von der Bewegung auch die volle ROM hinbekommen und runterkommen, ja. Beinpresse, erster Satz durch. Ich mache insgesamt jetzt hier 4 Sätze. Beinpresse in dem Sinne auch wieder mega gut, weil ich sehr, sehr wenig Belastung im unteren Rücken habe. Ja, also ich kann das Polster meistens noch variieren, dass ich keinen Druck auf dem unteren Rücken habe. Wie gesagt, ich kann auch den Schlitten nach vorne oder nach hinten schieben. Das heißt, wie tief ich gehe und wie hoch auch die Belastung im unteren Rücken ist, bestimme ich natürlich durch die Position dieses Schlittens jetzt individuell. Was ganz gut ist, wenn man vielleicht das ein oder andere Wehwehchen hat. Und wie gesagt, ich kann jetzt durch diese Fußposition tatsächlich nochmal wirklich ganz genau den Bereich beanspruchen, den ich möchte. Und dafür ist die Beinpresse wirklich perfekt. Ein weiterer Vorteil der Beinpresse ist einfach, dass ich jetzt hier fix bin, quasi den Oberkörper nicht stabilisieren muss. Viele haben ja auch bei der Kniebeuge Probleme, dass sie irgendwie nach hinten kicken und nach vorne. Das heißt, ich bin hier fest und kann jetzt tatsächlich auch bei der Fußposition bzw. bei der Fußbelastung ein bisschen spielen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich möchte etwas mehr aus dem Fersenbereich drücken. Ja? Das heißt, ich kann ja mit dem Kopf die Fußposition so variieren und sagen, hey, ich drücke jetzt mehr aus dem Fersenbereich und habe dementsprechend mehr hier hinten den Bereich. Oder ich kann sagen, ich drücke ein bisschen mehr aus dem Vorderfuß, also ich drücke ein bisschen mehr aus dem Bereich, kann dann dabei ein bisschen die Waden aktivieren.
und habe natürlich auch weiter mehr den vorderen Bereich vom Quadrizeps. Das heißt, auch durch die Fußbelastung, indem ich wähle, möchte ich mehr aus der Ferse drücken oder mehr aus dem Zehenbereich vorne, kann ich natürlich auch hier wieder die Bereiche vom Oberschenkel variieren. Das heißt, die Beinpresse in dem Sinne gibt mir sehr, sehr viele Variationsmöglichkeiten, mein Training auf die Beinmuskulatur individuell anzupassen. Deswegen hier 4 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen, ein bisschen auch mehr die Durchblutung reinbringen und wirklich kontrolliert aus der Beinmuskulatur, wie ich es haben möchte, drücken. Für mich ein ganz klarer Fakt, ja, also wie gesagt, ich möchte die Kniebeuge nicht verteufeln, ist eine der geilsten, vielleicht sogar die beste Beinübung. Aber, und das kennt ihr auch selber und ich sehe das so oft, viele sind bei der Kniebeuge damit beschäftigt, dass sie nicht umfallen, dass der Oberkörper gerade bleibt, dass der Arsch runtergeht, dass sie die Knie nicht so weit nach vorne schiebt. Das heißt, man ist oft bei der Kniebeuge, viele Anfänger sind damit beschäftigt, erstmal die Haltung hinzubekommen, die Stellung hinzubekommen, müssen stabilisieren mit dem Oberkörper und vergessen tatsächlich da die Belastung der Beine. Deswegen verteufelt nicht die Beinpresse oder irgendwelche Maschinen, denn hier könnt ihr perfekt so die Beine trainieren, wie ihr es möchtet und könnt sie auch treffen, ohne dass ihr irgendwie stabilisieren müsst oder euch auf andere Dinge konzentrieren müsst. Nächste Übung, Beinbeuger. Und da haben die meisten im Fitnessstudio diese Maschine, die liegende Beinbeugermaschine. Finde ich persönlich nicht so geil, weil wirklich 99% der Leute diese Übung tatsächlich falsch machen. Ich zeige euch mal, was die meisten falsch machen. Und zwar legen sie sich hin und haben jetzt hier leider zu viel Luft zwischen Oberkörper und Polster. Jetzt neigen die meisten dazu, den Schwung aus der Hüfte zu nehmen. Ich mache das mal vor. Ja, so sieht es bei den meisten aus. Das heißt, sie gehen hier mit der Hüfte hoch und beugen dann mehr aus der Hüfte anstatt aus dem Beinbeuger. Das heißt, der Trick, den wir jetzt machen, damit wir wirklich hier die volle Bewegung rausmachen, ist, wir müssen uns ein bisschen dick machen. Wir müssen uns quasi an das Polster kleben. Wir machen einen dicken Bauch und füllen diese Lücke, damit wir die Hüfte bei der Bewegung komplett rausnehmen. Ich zeige euch das mal. Macht euch dick und drückt euch wirklich hier im gesamten Bereich rein. An das Polster. Diese Lücke ist geschlossen. Und mit der geschlossenen Lücke machen wir nur noch diese kleine Bewegung aus dem Beinbizeps. Schön kontrolliert, langsam oben kurz die Spannung halten. Und diese Lücke darf nicht entstehen. Hier seid ihr dran, kein Schwung aus der Hüfte. Ja? Beachtet das. Wenn ihr nur diese Maschine habt, müsst ihr genau diesen kleinen Trick anwenden. Macht euch dick, klebt euch dran. Ich denke, sitzend gibt es geilere Beinbeugermaschinen und genau die mache ich jetzt als Alternative. Hier meine Alternative, Isolateral Leg Curl. Diese Hammer Strength Maschine hat zum Glück das Fit One hier in Schöneberg und da bin ich mega froh, weil diese Übung ist eigentlich perfekt, um den Beinbizeps zu trainieren. Ich zeige euch das mal. Isolateral heißt, ich mache hier wirklich links oder rechts einzeln, ja, also ein Bein wird isoliert und jetzt kann ich das eine Bein hier fixieren durch das Vorbeugen. Schaut mal, mit dem Polster hier nehme ich die Hüfte raus. Ja? Das heißt, ich kann jetzt quasi wirklich nur aus dem unteren Bereich den Beinbeuger beugen. Hier den Beinbizeps, bin hier fest, beug mich rüber, kann keinen Schwung mehr nehmen, bin schön isoliert. Ran und wieder strecken. Beugen und strecken. Ja? Ich neige halt durch diese Polstervorgebung gar nicht dazu, den Schwung aus der Hüfte zu holen und kann hier so geil wirklich den Beinbizeps isolieren mit beiden Seiten. Da 12 Wiederholungen und insgesamt 3 Sätze auf jeder Seite. Beinstrecker an der Maschine, braucht man nicht besonders viel zu sagen, relativ bekannte Übung. Wichtig ist hier, dass wir uns hier schön festmachen, am Polster dranbleiben. Wir isolieren hier die Quads nochmal perfekt und wir sehen jetzt nochmal hier gerade in der Streckung, sieht man das, schaut mal,
wie vor allem die Bereiche der Quads nochmal besonders arbeiten. Ganz besonders oben in der Streckung sehen wir hier den Rectus femoris, hier diesen Bereich, der wirklich am weitesten oben von den Quads ansetzt, sogar hier oben an der Hüfte. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt die Hüfte leicht beugen oben, also quasi den Arsch ein bisschen anheben, können wir den nochmal extra belasten, weil der Rectus femoris auch für die Hüftbeugung zuständig ist. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil die meisten tatsächlich wieder den Schwung mitnehmen. Ist vielleicht für Fortgeschrittene nochmal ein kleines Instrument, um oben wirklich diesen Bereich, der mit so der beliebteste Bereich vom Oberschenkel ist, auszureizen. Das heißt, hier die Arschbacken nochmal ein bisschen anheben, kurz raus, Hüfte beugen, um hier den Rectus femoris perfekt auszureizen. Und ja, also wie gesagt, für Anfänger bitte keinen Schwung mitnehmen, aber für Leute, die es länger machen, die können es mal ausprobieren. Hier 12 bis 15 Wiederholungen mit 4 Sätzen. Gebracht. Letzte Übung hier fürs Beintraining. Natürlich die Wade, die gehört mit dazu. Sollte man nicht vernachlässigen, allerdings ist das ein elendiges Thema. Der eine hat Waden, der andere hat keine Waden. Und ja, manche nutzen es als Ausrede, ich nicht. Ich trainiere meine Waden genauso wie jeden anderen Muskel des Körpers. Allerdings hat man entweder Glück oder Pech, schaut mal bei mir. Der Wadenansatz ist hier oben. Das heißt, diesen ganzen Bereich, da werde ich nie Volumen reinkriegen, weil es anatomisch bei mir nicht möglich ist, weil die Wade halt etwas weiter oben ansetzt. Trotz allem sollte man natürlich die Wade trotzdem richtig trainieren und die Kraft ist auch da. Auch bei der Wade ist es natürlich wichtig zu wissen, dass sie aus verschiedenen Bereichen besteht und dementsprechend sollte man auch die richtigen Übungen wählen, um komplett die Wade zu trainieren. Ein Fehler, den ich oft beobachte bei vielen, ist, dass sie die Waden einfach nur sitzend trainieren. Sitzend haben wir das kleine Problem, dass wir die Wade nicht komplett trainieren und nicht komplett beanspruchen. Dementsprechend haben wir bei der sitzenden Bewegung nur den unteren und vor allem den äußeren Bereich der Wade, den Soleus. Das ist quasi dieser Bereich hier, ja. Diesen Bereich treffen wir vor allem in der sitzenden Bewegung und können natürlich auch bei sitzenden Wadenübungen kaum die Wade 100% beanspruchen. Deswegen bevorzuge ich die stehende Variante der Wadenmaschine, wo wir die komplette Wade beanspruchen, im Gegenzug halt zur sitzenden Maschine. Legen wir mal los, 4 Sätze, a 8 bis 10 Wiederholungen. Und weil wir den ganzen Tag auf unseren Beinen laufen und auch Treppen steigen, können wir hier natürlich mal ein bisschen mehr Gewicht drauf machen, dass die Belastung ein bisschen anders ist, dass ein anderer Reiz reinkommt. Ganz wichtig, dass wir vorne wirklich nur mit dem vorderen Fußbereich draufstehen, ja, also mit den Zehenspitzen eher, damit wir die komplette ROM mitnehmen, der Wadenmuskulatur, also sprich die komplette Dehnung und die komplette Streckung. Und ich sehe einfach viel zu oft den hier, dass die Leute solche Kurzbewegungen machen. Ja. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine komplette Dehnung, komplette Streckung, deswegen ziehe ich jetzt mal durch, zeige euch, wie das geht. 4 Sätze und dann haben wir das Beintraining schon mal fertig. Ja, kleiner Einblick in mein Beintraining. Beintraining nach wie vor ist natürlich auch eine große genetische Sache. Ich habe nicht die riesen Klötze da, ja? Andere haben da vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt. Trotz allem heißt es nicht, dass man die Beine nicht trainieren sollte. Auch da Vollgas und für mich ganz wichtig und ich glaube, diesen Einblick wollte ich euch vor allem in diesem Video auch liefern, dass es darum geht, dass man versteht, wie die Beinmuskulatur auch funktioniert. Weil mich das übelst anpisst, dass viele Leute immer noch erzählen, ihr müsst schwer Knie beugen, damit ihr vorankommt. Und genau das ist ja der Punkt. Viele können nicht schwer Knie beugen, weil die Anatomie nicht passt, weil einfach vielleicht auch eine Verletzung zuvor da war. Und ja, auch mit Verletzungen oder auch mit einer Anatomie, die vielleicht nicht die geilste ist, gibt es keine Ausreden für ein vernünftiges Beintraining. Das wollte ich euch zeigen. Ihr könnt vernünftig die Beine trainieren, ohne dass ihr euch den Rücken kaputt machen müsst dabei. Und das war mein kleiner Einblick. Ihr könnt auch natürlich in der Infobox noch die anderen Videos sehen zu meinen anderen Split-Tagen, unter anderem Rücken, Brustbizeps, Trizeps, Schulter, alles hier unten drin. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar freuen, ein Däumchen hoch, vielleicht auch ein Abo. In dem Sinne, haut rein, bleibt stark, euer Görki. Ciao.